Und dann habe ich System Shock 1 und 2 gespielt für so einen Zusatzartikel für unseren Bioshock-Test und hab ziemlich gekämpft, die Sachen überhaupt zum Laufen zu bekommen. Und das Dumme ist, wenn man dann Anleitungen im Internet anguckt, dann sind die immer für Crack-Version. Und wenn man dann versucht, die Original-CD von System Shock 2 unter DOS-Box und so weiter zum Laufen zu bekommen. Aber ich muss echt mal sagen, also System Shock 1, wir haben es alle geliebt, denke ich, war ein ganz großartiges Spiel. Das ertrage ich grafisch einfach nicht mehr. Das ist halt wirklich nur noch Pixelmüll heutzutage. Da kann Aber es noch das so toll Zweier ist gemacht sein. grandios. Aber das Zweier, wenn man sich da die HD-Texturen installiert, die es von Fans gibt und ein paar andere Sachen, da sieht man erstmal, was, gerade wenn man sich Bioshock anschaut, was da verloren gegangen ist in den letzten, ja, das ist gar nicht so lange her, 10, 11 Jahren, das ist 99 rausgekommen. Also eine Komplexität, eine Freiheit für den Spieler, was er machen kann, vielleicht auch eine gewisse Sperrigkeit, das gehört halt dann auch dazu, wenn du viel machen kannst. Aber ich muss echt sagen, da scheint mir ein bisschen was verloren zu gehen, wenn ich mir im direkten Vergleich jetzt wirklich ein Bioshock 1 oder 2 anschaue, das ja unglaublich viel aus System Shock 1 und 2 geklaut hat. Und das Lustige ist halt auch bei diesen Spielen, wie gut sie immer noch funktionieren, weil sie halt einen geilen Sound hatten. Also diese ganzen Audiologs, dieser Shodan war ja der Gegner in 1 und 2. Am Ende vom zweiten Teil wird ja noch ein Cliffhanger gemacht für Teil 3, den es niemals gab. Und ich möchte jetzt diese Plattform nutzen, die Millionen, die uns zuhören, dass die bitte alle Electronic Arts anschreiben. Die haben nämlich, glaube ich, noch die Rechte, dass die bitte in System Shock 3 machen, weil das ist so eine fantastische Serie. Und dass die nicht fortgesetzt wird oder nur so verwässert wie in Bioshock 1 und 2, das finde ich ehrlich gesagt ein ganz großes Unglück. Wollen wir noch Turbo blättern in irgendwelchen alten Zeitschriften? Aber hallo. Ja. Okay. Jörg, Bitte blättert. loslegen? Du hast ja, glaube ich, was aus deiner GameStar-Sammlung geholt, was vor 10 Jahren ganz heiß und frisch war. Ja, genau, ich habe aus der Ausgabe 2 2000 so drei Highlight-Themen rausgesucht, abgesehen davon, dass wir Star Trek, weil wir es gerade davon hatten, als Demo wohl auf der CD hatten. Und es ist schön, weil da ist Halo drin. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als Halo offensichtlich noch ein PC-Spiel werden sollte, Ja. bevor der böse, 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 böse Moloch gekommen ist, der da heißt Microsoft, und das Ding aufgekauft hat, um da irgendwie so eine neue Spielkonsole mit zu starten. Und also ja, wir waren ganz begeistert und wussten noch gar nicht, dass dieses Spiel dann wahrscheinlich erst 5 Jahre später in GameStar wieder auftauchen würde als PC-Test, als verspäteter. Dann hat mein Titelthema war Ultima 9. Jetzt weiß vielleicht der eine oder andere, dass ich der größte lebende Ultima-Fan bin. Zweitgrößte. Weswegen der zweitgrößte. Ich Und streite. interessant ist, dass man ja Ultima 9, ja, war ja dann das letzte und es war auch verbuggt und so weiter und hat sich auch irgendwie nie so groß bei den Fans durchgesetzt. Aber was man so ein bisschen vergisst und wenn man die begeisterten Meinungskästen von Heinrich Lenhardt, Mick Schnelle oder meiner Wenigkeit durchliest, dann liest man es wieder. Ultima 9 war wirklich das erste Spiel, das erste 3D-Rollenspiel, das diese offene Welt hatte. Das gab es vorher in der Form nicht. Und heute ist das Normal und Oblivion und wie sie alle heißen. Aber damals konnte man halt wirklich auf den Berg, den man sah, drauflaufen und da war keine Bitmap im Hintergrund. Und man konnte auch, abgesehen von solchen Spielen wie eben System Shock, die das auch schon hatten, oder Ultima Underworld, man konnte halt auch so ziemlich alle Objekte, die man so sah, irgendwie manipulieren, aufnehmen, einen Pfeil reinschießen. Also das Ding war auf seine Art schon wegweisend. Das ist leider ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn der Spielepublisher sagt, das Ding muss jetzt raus, hier ist das Quartal, Businessplan, egal was es ist, brenn's auf ein paar Scheiben und raus damit. Und das war Ja, natürlich also, wie viele ja, man darf Patches gar nicht waren so da? Ich weit glaube, gehen, 10, dass die dann 15 auf Patches oder Voodoo, so. dass die auf Voodoo-Karten optimiert waren und Voodoo war da schon auf dem absteigenden Ast und da 3D begann sich durchzusetzen. Und man hätte den Ding auch keine 92 geben dürfen oder müssen, wie ich das sicherlich damals dann durchgesetzt habe. Aber es war schon ein wegweisendes Spiel und das wollte ich nochmal sagen. Und dann ein Spiel, das auch jeder kennt, der sich für Rollenspiele begeistert. Planescape Torment wurde da getestet und zwar vom Heinrich. Und dein Fazit, wenn ich zitieren Ach, darf, hey. Ja, Hardcore-Spieler. Ja,
Also ich werde heute noch dafür gehasst, weil ich glaube, ich war der eine Journalist auf der Welt, der das nicht bedingungslos in den siebten Himmel gejubelt hat. Ja, aber du hast eine 82 gegeben. Ja, nur eine 82. Es war ja auch ein gutes Spiel. Das war damals noch was wert. Also Entschuldigung. Ja, stimmt auch wieder. Damals, da konnte man sich noch was kaufen für eine 82. Ne? Heute mit Inflation, okay. Also. Ja, aber auf jeden Fall, also du hast es erkannt und hast halt auch deutlich geschrieben, dass es am Großteil der Spiele wahrscheinlich vorbeigeht, weil es halt einfach zu abgedreht war von der ganzen Story her und da als Toter und mit Totenkopf und was weiß ich. Aber immerhin, also ich hätte damals nicht gedacht, dass über dieses 82% Spiel die wahren Kenner und Veteranen wirklich noch 10, 11 Jahre später mit großer Freude erzählen werden. Und das hat Tom auf jeden Fall geschafft. So, dann konnte ich ganz kurz auch im Schnelldurchgang mit dem, was vor 20 Jahren gedruckt wurde, Powerplay 2/90. Das war eine ganz spannende Zeit, denn das war die letzte Powerplay der Beilagenära als Supplement in Happy Computer gezwängt von einer Verlagsleitung, die da vielleicht nicht unbedingt mit Marktkenntnis und Weitsicht glänzte. Aber das gab es ja immer wieder mal in der Geschichte des Spielezeitschriften-Daseins. Und die 92 war eine ganz spannende Ausgabe. Wir hatten einen als Titelstory damals Dragon Wars von Interplay. Das kennt heute kaum einer mehr. Das war quasi so eine Art inoffizieller Bard's Tale-Nachfolger, so vom Spielsystem her. Also dickes Rollenspiel. Weitere interessante Artikel in der Ausgabe. Wir haben zum ersten Mal über das Atari Lynx berichtet. Das hatte Atari Ende November des Vorjahres in New York vorgestellt und das war ja die Zeit, wo auch der Game Boy gerade am Kommen war und Atari wollte da halt kontern mit einem Handheld-Spielgerät mit Farbbildschirm, Farbe. Das war das Spielgerät, das du nur mit einem doppelten Batteriegürtel spielen konntest, ja, oder? Genau. Chips Challenge, das war ein sehr schönes Spiel dafür. Das war richtig ja, cool. Der, du mochtest das, glaube ich, auch sehr gern, gell? Der legendäre Lynx-Batterieverbrauch, der Preis war dann auch relativ hoch, als das Ding kam. Und ja, es gab nicht wirklich so viele gute Spiele. Und das war so ein Beispiel. Spätere Beispiele sollten folgen, wie Nintendo mit weniger anspruchsvoller Hardware trotzdem ein Marktsegment erobert hat, weil ich bin noch live am Blättern. Auch vor 20 Jahren gab es irgendein Star Trek Spiel, Star Trek 5. Das war das Spiel zum Kinofilm zum 5. Wurde aber nicht wirklich gut besprochen. Ein sehr grummeliger Michael Hengst guckt mich hier an. Und dann habe ich noch zu vermelden originelle Anzeigenmotive. Damals hat Rainbird das Strategiespiel mit Winter beworben mit dem Slogan globale Erwärmung, Unsinn, die nächste Eiszeit beginnt in 2 Monaten, also auch vor 20 Jahren war das schon ein Thema. Wow. Ja, wer hätte das gedacht? Dann Anatol Locker bespricht das Amiga-Spiel It Came From The Desert. Das war noch Zeit. Einer meiner absoluten Lieblinge. Es war das erste Spiel, da hat Cinemaware wirklich auch den Namen Cinema mitverdient, weil sie haben sich so auf diese 50er Jahre Formicula-Them-Schiene geschmissen und haben wirklich ein echt lustiges Spiel rausgebracht. Da gab es dann noch Entertacks dann noch hinten dazu, das war so ein Add-on, war wirklich eine richtig, richtig schöne Angelegenheit. Wer hat's noch gespielt? Jörg? Boris? Ich habe auch noch dunkle. Wir haben dich aber damals, glaube ich, ganz schön runtergedrückt, ne? Wertung doch nur 73, weil. Ja, weil es vom Spielerischen her war es nicht so wahnsinnig gut. Was mir so gut gefallen hat, war das ganze Szenario. Es war auch so ein bisschen eine Cut-Sequenz, damals noch ohne Animation, ohne Sprachausgabe meines Wissens, sondern einfach nur mit sehr schöner Musik. Aber die ganze Atmosphäre, so ein bisschen Strategie war mit dabei, weil du musstest dann erstmal zu dem Ameisenhaufen und dann wieder mit dem Flugzeug los und die Ameisen irgendwie da vergiften, dann wieder eine kleine Mission. Also es war spielerisch nicht ganz, ganz sauber. Also insofern ist die 73 durchaus berechtigt. Aber vom Flair her, das hätte ich heute gerne nochmal sowas.
Also ich mag ja Fallout gerne und so diese postnuklearen Szenarien eigentlich ganz gern. Und da so diese Horror-50er-Jahre-Geschichte, das passt einfach gut rein. Apropos 73. Erinnert sich noch jemand an Wasteland eigentlich? Apropos? Ja, natürlich. Ich habe das erste zwei Jahre nochmal gespielt, tatsächlich. Killer Bunnies, großartig. Ah, das war so super. Witzigerweise 73 hat auch Leisure Suit Larry 3 gekriegt. Das war auch so eine Fortsetzung, wo man nicht so ganz begeistert war. Das dritte Larry-Spiel. Wie hieß denn das? Begeisterter als von den späteren. Untertitel, okay, Untertitel, ich muss auch ablesen. Ich hätte nicht mal auswendig gewusst. Ich muss nur tief Luft holen, es ist ein langer Untertitel. Passionate Patty in Pursuit of the Pulsating Pectorals. Genau. Das ist alles richtig ausgesprochen habe. Ja, das war das erste mit einer, wo Larry nicht allein war. Also, wo du auch die Patty gespielt hast.